Vor kurzem verkündete Lena Meyer-Landrut, dass ihre anstehende Tour für diesen Sommer ausfällt. Dazu erklärte sie auf Instagram, ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug in Anbetracht der anhaltenden Pandemie mit einer vollen Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen. Die Sängerin betonte, dass dafür die Zeit noch nicht reif sei. Auch geplante Auftritte bei bevorstehenden Festivals werde sie nicht spielen, da es wirtschaftlich, inhaltlich und umwelttechnisch nachhaltig leider absolut keinen Sinn mache, so Lena. Diese Frau ist einfach ein Phänomen. Seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest im Jahr 2010 geht es für Lena Meyer-Landrut steil nach oben. Ausverkaufte Konzerte, ihre Alben verkaufen sich wie geschnitten Brot, Jobs im TV, Millionen Follower auf Instagram. Und nicht zu vergessen, Lena Meyer-Landrut ist auch bei den Jüngsten immer noch extrem beliebt. Den Beweis bekam die 30-Jährige nun vom Kindersender Nickelodeon spendiert. Zum gefühlt x-ten Mal in den vergangenen Jahren wurde Lena Meyer-Landrut zur Lieblingssängerin gewählt. Für deine Voice Kids Jurorin eine riesige Ehre. Kann's gar nicht glauben, schreibt Lena in ihrer Instagram-Story und schickt direkt noch ein dickes Danke, ein rotes Herz und ein weinendes Smiley hinterher. Mit ihrem Glück war Lena nicht alleine. Auch Fußballerin Lea Schüle, Social Media Star Younes Zaruse wie die Elevator Boys dürften sich über eine Auszeichnung freuen. Doch nicht nur Lena Meyer-Landrut darf sich freuen. Auch die Fans der The Voice-Kollegin von Mark Forster dürften bereits in heller Aufregung sein. Schließlich teilte Lena Meyer-Landrut zuletzt ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Satellite-Sängerin wieder im Tonstudio steht. Und das kann für die Fans schließlich nur eines bedeuten, Lena arbeitet an neuer Musik. Fotos von den Aufnahmen oder der Release-Party kann sie dennoch nicht teilen und sagte, leider kann ich keins von den Fotos posten. Ihr hättet zu viel gegen mich in der Hand. Aber wie wir Lena kennen, wird es sicherlich bald auch schon die ersten Hörproben von dem neuen Material geben.